Die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch. Und vielleicht bist du gerade mit dabei, die in einem Jahr zu lesen. Wir machen da nämlich gerade so eine kleine Aktion. Und die findest du zum Beispiel auf Instagram unter dem Hashtag hier. Und du hast jetzt so die ersten Begegnungen hinter dir und fragst dich, okay, hier passiert gerade einiges. Vielleicht hast du auch schon ganz viele Fragen aufgeschrieben oder dir Sachen an den Rand von deiner Bibel geschrieben und überlegst, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Wie geht das weiter? Und gerade wenn du das nämlich zum ersten Mal machst, kommen da einige Dinge. Und deshalb möchte ich dir heute etwas darüber erzählen, was du erwarten kannst, wenn du zum ersten Mal die Bibel liest. Fangen wir mal mit dem Negativen an, weil dann ist es weg. Was negativ passieren kann, ist, dass du in dir einen Widerstand spürst. Du könntest spüren, dass da Verwirrung ist, dass da ganz viele Fragen sind, dass da Dinge sind, wo du denkst, das macht doch alles gar keinen Sinn. Vielleicht schockiert dich auch die eine oder andere Geschichte, wie Gott mit den Menschen umgeht oder wie Gott gezeigt wird oder wie die Menschen miteinander umgehen. Vielleicht denkst du, das passt doch nicht zusammen und hier sind ja mehr Fragen am Ende, als ich Antworten. Ich dachte, ich kriege hier Antworten, wenn ich das alles lese. Das Ding ist, Gott serviert nicht alle Antworten auf dem Silbertablett. Es gibt Dinge, wenn sich die Bibel ist ein Buch, das sich selber auslegt, sagt man auch. Das heißt, wenn du das liest, wirst du später auf Stellen stoßen, die dir Dinge erklären, die du vorher schon gelesen hast. Ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend in dem Moment, wo du eine Stelle liest, wo du sagst, was soll das hier? Es kann aber sehr gut sein, dass später was kommt, was dir das erklärt. Ist nicht bei allen Stellen so. Es sind Dinge, die sich auch nach mehrmaligem Lesen vielleicht noch nicht erklären, aber vielleicht in 10 Jahren, wenn du an der gleichen Stelle bist und mehr Lebenserfahrung hast, mehr erlebt hast in deinem Leben, vielleicht kommt dann was, wo du sagst, das erinnert mich doch an was. Und so ist es auch bei mir. Auch bei mir werden die dunklen Flecken in der Bibel weniger, je mehr ich mich damit beschäftige. Aber ich bin mir ganz sicher, dass manche auch bis zum Schluss bleiben werden. Und ich freue mich, wenn ich mich dann mit Gott im Himmel unterhalten kann darüber. Und sage, hier, jetzt erklär mal. Wichtig ist, bete dabei. Bete, bevor du liest, bete, nachdem du liest. Bete um Beistand, um Verständnis. Dass der Heilige Geist dir öffnet, aufschließt, was da passiert. So, jetzt geht's aber direkt weiter mit dem positiven Ding. Das Erste, was du erwarten kannst, ist, dass dein Glaube vertieft und gestärkt wird. Ich lese mal was vor aus Römer 10. Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Mit anderen Worten, du kannst darauf bauen, dass die Hoffnung, dass dein Glaube, dein Vertrauen in Gott größer wird, je mehr du dich damit auseinandersetzt. Denn je mehr du die Botschaft hörst, umso tiefer geht die in dein Herz rein. Zweiter Punkt ist, erwarte auch, und das wirst du merken, dass du anders, in Klammern liebevoller, mit deinen Mitmenschen umgehst. Ich lese mal was aus dem Philipperbrief vor im 1. Kapitel. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Das ist mit etwas, das sich im christlichen Glauben immer weiter fortführt, das sich immer weiter herausbildet, je mehr Jesus in dir anfängt zu wohnen, je mehr du mit dem Heiligen Geist ausgestattet bist, umso mehr führt es dazu, dass du die Welt anders siehst und dass du auch Menschen anders siehst. Dann kannst du erwarten, dass dich Freude erfüllen wird, dass sich Freude in dir breit macht. Jesus hat gesagt, in Johannes 15, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus möchte uns Freude geben an diesem Leben. Das ist nicht der einzige Grund. Es geht nicht darum, in dem Glauben und in der Bibel und sowas, dass alles super läuft, dass wir alle reich sind, gesund und satt. Darum geht es nicht. Manche Leute tun so, aber die haben nicht ganz verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen. Dass wir Gott kennenlernen und dadurch merken, was für eine erlösende Wahrheit das ist, ihm zu begegnen. Das heißt, wenn du die Bibel liest, wirst du immer wieder darauf stoßen, wo du ja einfach Bereiche erkennst in deinem Leben, die vielleicht dunkel sind, die schlecht sind, die böse sind. Und dann kannst du anfangen, Gott zu bitten, das zu ändern. Du kannst das vor Gott alles abgeben, kannst das vor ihm hinlegen. Buße tun, sagt man dazu auch. Und du wirst merken, wie dich dann Freude erfüllen wird, wenn du realisierst, dass in diesem Moment, dass dir gerade Gott in Jesus vergeben hat. Und das ist etwas, das kann man mit nichts vergleichen, auch mit nichts aufwiegen oder mit nichts irgendwie Geld, Reichtum oder irgendwas ersetzen. Das ist was Einmaliges, was Besonderes. Und der letzte Punkt, erwarte, dass du Gott begegnest. Gott hatte alle Möglichkeiten, zu uns zu kommen. Er ist final in Jesus zu uns gekommen. Und damit danach Menschen auch damit leben können, hat er uns die Bibel gegeben. Von jeder Seite dieses Buches spricht er. Von jeder Seite spricht er in unser Leben und möchte bei uns sein und stärken. Und deshalb lies das und merke, wie Gott dir begegnet. Stell dir immer die Frage, so mache ich das. Also es ist kein Muss, aber so mache ich das. Möchte ich dir einfach zeigen.
Wenn ich einen Bibeltext lese, dann frage ich mich, was sagt mir das über Gott und was sagt mir das über mich? Und wenn ich dann merke, das sind ja zwei Dinge, die passen nicht so ganz zusammen, ja? Gott sieht das so, ich sehe das irgendwie so, dann sollte ich mich fragen, warum das so ist und wie sich das ändern kann. Das heißt, diese Frage, was sagt das über den Menschen, was sagt das über Gott? Nimm das vielleicht mal mit in dein Bibellesen. Ansonsten habe ich noch eine ganze Playlist darüber, über das Bibellesen, die verlinke ich dir hier oben mal. Kannst du mal reingucken, da gibt es noch einiges zu dem Thema. Ansonsten schreib mir doch gerne in die Kommentare rein, ob du mitmachst bei unserem Projekt. Wenn ja, schreib das unten rein und auch wie deine Erfahrungen von dem Ganzen sind. Und wenn du noch nicht dabei bist, ich packe dir den Link dazu rein, zu dem Instagram-Account, das ist meiner. Und der Hashtag, der steht auch in der Beschreibung, guck da mal rein und vielleicht sehen wir uns dann ja ab jetzt. Also, ich würde mich freuen und dann bis dahin. Ciao.